Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Story of Seasons. Wir können jetzt endlich dieses Schneiderwebe-Ding bauen. Ich habe keine Ahnung genau, wie man das bezeichnet, aber wir können es auf jeden Fall bauen. Erstmal würde ich aber sagen, wir lagern wieder Sachen ein. Das ist auch ganz wichtig. Oh, tut mir leid, ich habe gerade etwas Kontramutan genommen, weil ich ein bisschen kränkel derzeit. Das macht so ein bisschen viel Hals frei und eventuell ein bisschen Husten. Habe ich unmittelbar vor der Aufnahme gerade noch schnell reingeschmissen. Oh, okay, gut. Ja. Bauen. Ich habe noch keinen Hund. Eine Goldbörse wäre auch nice, ne? Aber am besten wäre, glaube ich, wirklich, wow. Nein, wäre die goldene Melkmaschine, die würde ich mir als erstes holen, glaube ich, wenn ich genug hätte. Gut, jetzt aber mal zu einem Serious Business. Was brauche ich denn davon mehr? Vielleicht um mehr Kaninchen haben zu können oder so? Ich habe keine Ahnung. Nähatelier. Wow. Okay. Ja. Ich sollte vielleicht mehr Eisen kaufen. Das habe ich nämlich nur noch ein einziges. Okay, jetzt kommt wieder krasse Hilfe von Gunther. Grüß dich, ich habe gehört, du baust so eine Art Atelier. Hast du mich vorbeigekommen, um dir die Arme zu greifen? Okay, es kommt wieder eine voll krasse Animation, wie immer. Kann man die irgendwie abkürzen? Szene überspringen. Oh, wirft sie da gerade nicht auch rein? Hm. Okay, überspringen wir es mal einfach. Sehr schön. So. Kaum bearbeiten. Krass, haben wir jetzt ein eigenes, ja, Nähatelier. So, wow. Hast du was gedacht? Nicht, dass da gegen mein Haus setzen erstmal. Nein. Die Seite. Alter, wieso brauchst du so viel Platz? Was ist denn dein Problem, Nähatelier? Kann ich dich überhaupt mal irgendwo hinsetzen? Wow. Ich kann mein Haus nicht verschieben, hä? Wow, ich kann mein Haus wirklich nicht verschieben. Ist das euer Ernst? Oh mein Gott. Muss ich gucken, dass ich hier irgendwo Platz mache dann, ne? Dass ich das vielleicht... Boah, keine Ahnung. Ist doch voll schlimm. Vielleicht hier so erstmal hin. Ich schmeiß jetzt erstmal hier hin, so, perfekt ist es nicht, aber meine Güte, was will man machen? Kann ich das hier noch so ein bisschen erweitern? Dass ich hier noch einmal so nebenstellen kann. Das ist ja voll kacke, dass das Haus. Das finde ich nicht okay. Na gut, ja. Ups, das wollte ich nicht. Irgendwo. Nee, ich kann das auch nirgendwo hinschieben. Groß. Ja, da muss ich hier wirklich gucken, dass ich hier ein bisschen Platz in der Ecke schaffe dafür. Okay. Gut, dann beenden wir das jetzt. Ja. Dann wollte ich auf jeden Fall gucken, nein. Da würde ich auf jeden Fall sagen, wir schauen mal kurz rein, ob wir da schon irgendwas machen können. Ich hab ja ein bisschen Wolle. Weil das ein extra Gebäude ist. Ne? Schaut, das wäre irgendwie wie eine Werkbank im Haus oder so. What the fuck is going on? Alter, übertrieben. Übertreib mal. Spinnrad. Accessoire-Werkbank. Nähmaschine. Webstuhl. Farbtöpfe. Das sind meine Farbtöpfe, damit kann ich Garn weben. Aha. Okay, es dauert auch Zeit. Das ist mein Spinnrad, damit kann ich aus Wolle, Tierhaut oder Fell Garn spinnen. Garn, Garn Plus. Okay. Ich hab doch Wolle. Hä, wieso kann ich... Das steht direkt bei mir. Oh, Ziegen gibt's anscheinend auch. Alpaka. Braune Alpaka-Wolle, Lama, Kaninchen. Oh, Kaninchengarn. Habe ich anscheinend gerade dabei. Item herstellen. Gut, dann muss ich mal dann meine ganze Wolle mal hier runterbringen, ne? Und dann kann ich anfangen. Was ist hier? Kleinstein, blaue Perle, Fluorid, Silber, Gold, grüne Perle. Und da unten irgendwelche Perlen. Ja, ist jetzt nicht so wichtig. Nähmaschine.
Bauernjung-Outfit, Bauernmädchen-Outfit, Jungen-Latzhose, Mädchen-Latzhose, lila karierte Jacke, Arbeiterschürze, aha. Ach du Schande. Hoodie, Kobaltfarben, noch Freizeitrosa. Oh mein Gott, das ist doch alles viel zu viel. Hebstuhl. Hier kann ich Stoffe draus machen. Boah, leck mich. Alter! Ey Leute, nee, das ist viel zu viel. Ich möchte aus meiner Lagerkiste rausnehmen. Hier irgendwo. Und da kann ich die tollen Daunen benutzen. Irgendwo noch Wolle. Ich bin gerade verwirrt. Hä, wo ist meine Schafswolle hin? Wo ist die? Ich finde das gerade nicht okay. Das ist alles zu viel für mich gerade. Oh Gott. Habe ich die Wolle, glaube ich, in einem anderen Kaninchengarten des Feuerständes. Und das ist ganz toll. Oh Gott. Was ist denn dann die Wolle hingetan? Was ist denn hier? Da muss doch irgendwo sein, die ganze Wolle. Ja, war ich ja gerade schon dran. Ist ja keine Wolle? Hä? Ich hatte doch Unmengen an Schafswolle und so. Da habe ich die gebraucht zum Bauen davon. Nee, ich muss doch rausnehmen. Ich bin überfragt. Nein, ich will... Ach Leute, stopp. Hineinlegen. Okay, ich kann hiervon schon mal nichts hineinlegen. Ich weiß schon mal, was ich nicht machen werde. Da drin viel arbeiten. Ich lege auch erstmal ein Stück rein, weil ich habe noch so viel. So, dann. Und Unkraut. So. Ja, von mir aus. Honigbienen. Na. So. Ganz toll. Ich guck mal, wo ist meine ganze Wolle hin? Hab ich die vielleicht wirklich für den Bau davon irgendwie gebraucht oder so? Ich kann mich nicht dran erinnern, jemals Schafswolle verkauft zu haben. Bauen? Ah, da, Wolle 5. Alles klar. Ich habe nichts gesagt. Gut, würde ich sagen, wir gehen mal schlafen. Sicher Zeit, schlafen zu gehen. Oh je, yeah, das wird alles noch spannend hier. Ist mir alles zu viel. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Okay, Antiquitäten leider neu waren. Produkte, Items können. Na gut. Gucken wir dann mal. Das sieht auch schon wieder fertig aus, hä? Ist das schon wieder fertig? Toll. Krass, ich hab viel zu viel. Und so viele Tiere. Fressen doch gar nicht so viel. Hör auf. Mensch. Ja? Ja, kleiner Jean. Mumumu. Würste. Ausrüsten. Da. Habe ich eigentlich jetzt den Part gerade begonnen? Ja, hab ich. Wir haben uns ja zu Beginn des Parts das angeguckt. Neu. Ich bin gerade schon total durch den Wind. Aber ich bin gerade so neben der Spur. Ich habe die jetzt noch nicht, noch nicht gemolken und geschoren. Ich bin gerade so fertig von diesem... Alter, die ganzen Kleidung und... Oh Gott, wer braucht das denn? Oh, Hilfe. Ich bin total überfordert. Ich weiß gar nicht mal, wo vorne und hinten ist. So. Okay, du kriegst was. Mehr Leckerli. Ja, das war meine volle Absicht. Ich glaube, er hat es sogar gegessen, ne? Er hat gerade darauf reagiert. Das macht er manchmal. Aber mit zweiten werfen wir dann nicht. So. Okay. Alle zufrieden? Noch irgendjemand Probleme? Nein, nein. Gut. Also wo kommt mal wieder mit? Huh, gut.
Alles klar. Alles klar. Jo. Kids. Na, du kleiner Klumpen. Streichel, streichel. Ach, kleiner Sean. Streichel, streichel. Ach, kleine Ramona. Leckerli. Warte. Du kriegst auch ein Übergangsleckerli. Ja. Gut. Das braucht ihr, glaube ich, alle nichts, ne? Futter habt ihr noch beide? Ja, sieht alles gut aus. Ach, nee. Bürsten. Genau, ich muss ja noch bürsten schon. Sag doch was. Jetzt muss man immer raten, was er will. Ja. Bitte. Du brauchst mir nicht zu danken. War doch selbstverständlich. Was? Okay, das mach's auch. Wir haben noch eine Menge zu erledigen heute. Wirklich eine Menge. Ich hab ein bisschen Angst. Ah, die Karotten sind auch fertig. Oh, wie lange die Auberginen brauchen, ne? Ist schon der Wahnsinn. Schon einen halben Monat rum und hat's doch nichts getan. So, ich habe mich gar keine Samen gestern gekauft, ne? Ich brauche 1, 2, 3, 5 Stück auf jeden Fall. 5 Sameneinheiten. Das klingt. 5 Sameneinheiten. Klingt schon ein bisschen akkurat, wenn man das so sagt, aber meine Güte. Wir haben auch gerade relativ wenig finanzielle Probleme. Wir haben zwar jetzt irgendwie, wow, nur 1500 G. Aber im Ganzen, ich behaupte es einfach mal felsenfest, dass wir keine finanziellen Probleme haben. Gut. Karotten brauche ich, glaube ich, auch erstmal nicht. Ne? Karotten habe ich jetzt auch erstmal genug. Stimmt's? Ja. Gut. Ich hoffe, nicht vergessen, mich um die Austern zu kümmern. Und zack. Und wieder hoch. So. Ich hoffe, es gibt irgendjemanden, um den ich mich hier bald mal gut kümmern kann. Mag Black Colored Clove. Wie mache ich denn Black Colored Clove? Was mache ich hier eigentlich gerade? Ich glaube, ich brauche gleich eine Pause mit meinem Aufnehmen. Das ist langsam zu viel hier. Zu viel von allem. So. Perfekt, Humanico. Hier noch. Und dann machen wir das hier. Dort und überhaupt überall. So. Okay. So. Das war's hier soweit. Sehr schön. Ah. Und Agathe ignorieren und das Häschen hier ignorieren. Das können wir total gut. Und die dicke Biene ignorieren. Hallo, dicke Biene, ich ignoriere dich. So. ich muss wirklich noch überlegen. Kurz mal ein bisschen. Gibt es noch die anderen dicken Bienen? Die roten dicke Bienen? Ich will nicht immer noch die gelben da. Dich möchte ich. Dicke Biene, dicke Bubi, Biene. La 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 la. Ist doch klar. So. Ja, ich brauche wirklich einiges. Schiede. Oben waren es 5, oder? Ich habe schon wieder vergessen. 5 plus 9 sind wieder 14. Ich probiere es einfach mal. Ich weiß gar nicht, ob da überhaupt irgendein Händler da ist. Ich muss noch gießen. Das wird alles durch Zufall jetzt hier bestimmt noch irgendwie herausgefunden. Habe ich das jetzt gegossen? Ja, gut. ja. Blubblub. Meine Gießkanne ist voll. Ach, ich sehe das. Aha. Mhm. Ich muss noch wegen Reisfeld gucken. Kann ich heute direkt machen. Heute müsste Veronica ja auf jeden Fall da sein. Veronica! ja. ich überlege gerade. Boah, hoffentlich gehe ich bald im Mund. Das wäre so cool. So cool. Ich habe ein paar noch Hostelfutter kaufen, glaube ich. Dann kann ich das Ding bauen und das wird so geil. Also diese kleinen Mini-Hütten-Shit für die Tiere. Ich weiß gerade gar nicht. Ich glaube, ich habe nicht genug. Oder? Habe ich genug Geld? 1500? Ich weiß nicht. Oh, hallo, willkommen. Items kaufen. Fischfutter, Kaninchenfutter, Haustierfutter. Bam. Oh, reicht locker. Gut. Warum nicht?
Was willst du? Ach, du gehst heim? Na gut. Kein Problem. Okay. Hallo, Masaru. Hallo, fremde Frau. Gut. Red mal mit Veronica. Veronica! Ich möchte mal wegen Feldpachten und so gucken. Ja, hallo. Willkommen in der Gilde. Mein öffentliches Feldpachten. Oh, noch 70 Tage. Das gibt's nicht. Gibt's nicht. Was ist Wechseln? Ah, Gewürzeland. Ein Gebiet, in dem Gewürze angebaut werden können. Andere Pflanzen wachsen hier nicht. Ach, dauert ca. 3 Wochen. Ich will aber nur den Tee. Gib mir den Tee. Oh, irgendwann so Ende Winter. Wird das dann meine Chance? Na, das ist irgendwie traurig. Gut. Gucken wir mal, ob heute Händler da sind. Ja, nein, vielleicht. Wir werden sehen. Nö. Pferdhofenstadt. Zum Safari-Park. Safari-Park. Lustige Safari-Park-Action machen. Also wieder mal gucken, was ich für Erze kriege und hoffen, dass er bei Gold eine Rolle spielen wird. Also ein bisschen Gold wäre schon nice, ne? Platin wäre eigentlich auch geil. Ich weiß gar nicht, ob man da Platin rauskriegt oder ob man da vielleicht einen besseren Hammer braucht oder so. Ich weiß es nicht. Ich werde vielleicht auch mal das Hacken... die Hackenblaupause kaufen und hoffen, dass ich dann eine andere Blaupause kriege. Na, wir gucken mal. Du kannst ja nichts anderes erkennen. Okay, dann werde ich auf jeden Fall das jetzt noch zu Ende machen und ich gucke mal, ob bald wieder irgendein Fest ansteht, weil sonst würde ich einfach mal aufs Screen wieder so ein bisschen rumsneaken nach dieser Folge. Schauen wir mal, wie ich das anstelle. So. Wieder hier der übliche Shit. Ach, Hammer. Du bist der Hammer. Uff, ich fühle mich irgendwie erschöpft. Wow. Oh, Gold. Sehr gut. Oh, und sonst noch so normal. Oh, ein bisschen Eisen. Auch nicht schlecht. Gut. Das Gold hat alles wieder gut gemacht. Perfekt. Dann würde ich sagen, dann mache ich eine bessere Melkmaschine erstmal. Und danach vielleicht besser. Oder eine bessere Bürste? Ich weiß es nicht. Ich denke doch, eine bessere Melkmaschine erstmal. Ein paar Erze, die keiner braucht. Cool. Yay. Wow. So. Sehr schön. Und die Tierhütte möchte ich natürlich auch noch in dieser Folge machen. Probieren wir es mal. Gehen wir es an. Alte Mütze. Blaue Daunenpuschel. Ende. Toll. Ja, die Hütte auf jeden Fall. Und dann mal gucken, ob ich mir dann einen Hund holen kann. Und ja, von mir aus auch noch eine Katze. Bianca ist aber ein schöner Katzenname. Und vielleicht nenne ich die Katze dann Bianca. Würde das auch gut machen. Ja, Pferd rufen war jetzt eine kluge Idee. Los. So. Wie hell. Das wollte ich auch. Ich wollte eh nicht rein. Ich hatte gerade schon so scheiße. Okay, hier. So, habt euren Fun. Ich baue eine Haustierhütte. Das muss auf jeden Fall gehen. Ich habe jetzt genug Futter, definitiv. Ja, hier muss ich das eben bauen. Haustierhütte. Eine Haustierhütte. Ja, bitte bauen. Es kommt bestimmt wieder eine tolle Sequenz. Ja. Die können wir ja wieder überspringen. Das kennen wir ja. Jo, ich habe gehört, dass du deinen Tieren ein schönes Plätzchen zum Leben bauen willst. Also bin ich gekommen, um dir zur Hand zu gehen. Alles klar, dann können wir die Sequenz ja überspringen. Wir kennen das ja schon zu Genüge. Gut, dann gucke ich mal, wo ich die platzieren kann, weil er dabei bestimmt überhaupt nicht rumfluchen, weil die nirgendwo hinpassen wird. Alter, ist die groß! Da passt die nicht dazwischen, ne? Nö, natürlich nicht, warum auch. Muss ich gucken, dass ich
gespielt. Nee, das ist bestimmt zu lang, ne? Zu schlecht. So davor, so versetzt halt, irgendwie. Ich hab einfach hier machen sollen. Ob ich das vielleicht noch runterschiebe? Oh, boah. Toll. Null Platz. Ich hat gerade ganz kurz blau geblinkt. Glaube ich jedenfalls. Bild ich mir das ein? Ja, bestimmt. Mist. Oh Mann. Wieso kann ich ihn nicht hinsetzen? Ich kann ihn, glaube ich, nirgendwo hinsetzen, ne? Hier. Hier ist Platz. Hier, mitten im, was weiß ich wo. Oh yeah. Da geht mir eine Abfahrfreude. Ja, ich habe jedenfalls eine Haustür hinter. Sie steht zwar nirgends, aber ich komm, wisst ihr was? Wartet. Ich baue die jetzt einfach. Wenn es ja wieder mal blau leuchten soll, ich sage euch Bescheid. Ah, ja. Das war wieder mal unheimlich intelligent von mir. So, ja. Ich mache ein bisschen so. Dann schiebe ich sie jetzt immer hier so ein bisschen weiter hochgehen. Warum geht das nicht weiter hoch? Was ist denn hier? Warum nicht weiter hochgehen? Liegt hier irgendwo ein Snickers oder was? Was soll das? Boah, das regt mich gerade so auf. Okay. Ende. Mal laden. So. Gut. Es ist furchtbar, aber... Wow. Wow. Hunde ist hier Tierfutter. Ja, sieht schick aus. Ist schon ein bisschen schnieke. Ja, gucken wir dann mal, was da draus wird. Ich finde das doof, dass sie ein extra Gebäude dann haben. Ne? Das ist eh ein bisschen merkwürdig. Wenn ich das mal so anmerken darf. Okay, ich muss gucken, dass ich hier auf jeden Fall Platz mache. Und dass ich das, was ich vielleicht zur Seite mache und dass sie direkt angrenzend hier unten dran schiebe. Könnte ich das ja eigentlich auch um eins nach oben alles. Gucken wir mal, ne? Boah, das ist alles voll ärgerlich. Das ist nicht so klappt, wie ich mir das vorstelle. Aber naja, so ist das nun mal. Gut. Jetzt hau ich hier noch ein bisschen rum. Weil ich sonst nichts zu tun habe. Die Bäume müssen halt weg. Ich bin schon richtig erschöpft. Es wird nicht leicht, diesen Baum zu fällen. Danke für die Info. So, also... hängt als nächstes auf dem Plan, ja, hier ein bisschen umzuräumen auf der Farm. Ich guck mal ganz kurz wegen Events, ob ich jetzt hier offscreen ein bisschen was machen kann. Sieht ja gut aus. Nichts, nichts, nichts. Nutztiermesse, das Hopsi-Festival. Da kann ich, könnte ich dran teilnehmen, aber werde vermutlich eh nicht machen. Gucken wir mal, ne? Ich werde jetzt am besten einfach mal ein bisschen offscreen spielen und mal gucken, wie weit ich komme, was ich da alles jetzt noch machen werde. Okay, also ciao, bis zum nächsten Mal. Bis wieder heißt für mich Let's Play Story of Seasons. Bye.